Moin, hier ist Markus von der Gitanwas Online-Schule und heute haben wir den 17. Tag unseres 30-tägigen Einführungskurses in die Liedbegleitung für Gitarrenanfänger. Mittlerweile haben wir über die Hälfte von dem Kurs schon rum und ich hoffe mal, ihr habt so langsam so eine gewisse Überroutine bekommen. Das ist am Anfang immer, wenn man was Neues macht, ist es erstmal schwer, so einen gewissen Überrhythmus einfach zu bekommen und beizubehalten. Aber wenn ihr eine Sache, beispielsweise wenn ihr jetzt den Kurs, wenn ihr jetzt gerade neu angefangen habt, Gitarre zu spielen und dann mit dem Kurs angefangen habt, dann und meinetwegen euch vorgenommen habt, jeden Tag, meinetwegen jetzt 20, 30 Minuten zu üben, dann ist das die ersten Wochen, ist es erstmal schwierig. Aber wenn ihr das einen Monat, also so 30 Tage durchhaltet, dann entwickelt sich dann so eine gewisse Routine und dann merkt ihr einfach, dass wenn ihr dann mal einen Tag nicht übt, fühlt sich das ganz komisch an. Und dann habt ihr das wirklich so, ihr seid dann irgendwann so weit, dass ihr wirklich jeden Tag die Gitarre in die Hand nehmt und die Zeit auch immer irgendwo einplanen könnt, weil ihr dann einfach so eine gewisse Routine schon drin habt. So. Und das braucht immer eine gewisse Anlaufzeit, aber das stellt sich dann ein. Besonders am Anfang auf der Gitarre müsst ihr aufpassen, dass ihr da wirklich diese Routine bekommt, weil häufig ist es so, man ist, wenn man jetzt Gitarre anfängt, ist man motiviert, da ist noch wirklich die Anfangsmotivation dabei. Und so nach einer gewissen Zeit, so nach ja, ein paar Wochen, Monaten, wenn man einfach merkt, so okay, die Anfangseuphorie ist so langsam verflogen und da stellt sich dann auch so ein bisschen die Routine wieder ein, dann kann das häufig sein, dass man keine Lust mehr bekommt. Wenn ihr dann aber so eine gewisse Überroutine habt und wirklich euch gesagt habt, ich übe jetzt 10 Tage oder 5-mal die Woche, dass ihr dann merkt, dann auch wenn die Motivation ein bisschen weniger wird, dann ist es in der Regel so, dass man sich meistens doch noch ans Instrument setzt. Und wenn ihr dann erstmal ein paar Minuten sitzt am Instrument, dann merkt ihr irgendwann, auch wenn ihr vorher keine Lust hatte, dass es dann irgendwann wieder Spaß macht. Und dann übt man dann meistens auch wieder gerne und muss halt nur anfangen. Das ist dann häufig dieser erste Schritt, den man dann machen muss. In der heutigen Lektion habe ich einen neuen Akkord für euch. Und zwar, wir hatten ja in der letzten Folge den B-Dur oder B-Flat-Dur-Akkord. Und da haben wir heute den passenden Moll-Akkord, habe ich für euch. Und ihr solltet wieder erstmal gucken, guckt euch erstmal wieder das Griffdiagramm an, versucht den zu greifen, stoppt dann bitte das Video an dieser Stelle und ich zeige euch dann, wie man den greift. Alles klar, beim B-Moll, also B-Flat-Moll international oder B-Moll ist die deutsche Bezeichnung, geht der erste Finger ins erste Bund auf die hohe E-Seite, der zweite Finger geht ins zweite Bund auf die H-Seite, der dritte Finger und der vierte Finger, die gehen ins dritte Bund und zwar geht der dritte Finger ins dritte Bund auf die D-Seite und der vierte Finger geht ins dritte Bund auf die G-Seite. Und da schlagt ihr dann auch wieder nur die Saiten an, die ihr tatsächlich greift. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr den greift, dass ihr da die Finger nicht zu flach auf die Saiten drauf setzt, damit die Töne beispielsweise, wenn ich den kleinen Finger jetzt zu flach drauf lege, dann blockiert der kleine Finger die H-Seite. Und häufig ist es dann so, dass viele dann gucken, dass sie noch mehr drücken, in dem Fall mit dem Mittelfinger. Aber da müsst ihr erstmal wirklich gucken, wo, wenn eine Saite nicht klingt, wo das Problem halt ist, ob ein Finger nicht zu doll drückt. Das ist meistens eher selten der Fall. Meistens ist es dann so bei dem zum Beispiel, dass ein anderer Finger die Saite dann abdämpft oder blockiert. Von daher das immer zuerst mal sicherstellen, dass das nicht der Fall ist. Und dann könnt ihr immer noch gucken, ob ihr vielleicht ein bisschen mehr Kraft beim Drücken einfach braucht. Der Akkord, der Grundton, das könnt ihr in der Grifftabelle nachlesen, steht wieder in R. Den greifen wir hier mit dem kleinen Finger. Der ist also genauso wie bei dem B-Dur-Akkord, ist der Grundton nicht der tiefste Ton, sondern der ist jetzt hier auf der G-Seite. Das ist also der nach dem tiefsten Ton, das wäre der nächste Ton, also der zweitiefste Ton, den wir haben in dem Akkord, ist genauso wie beim B-Dur. Kommt einfach daher, dass der wieder vom, wir hatten ja diesen B-Dur-Akkord, das hatte ich ja kurz erläutert, vom A-Dur-Akkord abgeleitet. Und der B,
B-Moll-Akkord ist im Prinzip das Pendant dazu, also von A-Dur bzw. A-Moll. Seht ihr auch, wenn ich ein A-Dur greife und ein A-Moll, könnt ihr euch ja mal den Spaß machen, A-Dur mit den Finger 2, 3 und 4 zu greifen. Dann seht ihr hier die Parallelen zu dem B-Dur-Akkord. Und wenn ihr jetzt ein A-Moll greift mit 2, 3 und 4, was ihr dann so normalerweise nicht macht, ihr greift ihn ja mit 1, 2 und 3, und ich den verschiebe und den ersten Finger hier raufsetze, auf die hohe E-Seite habt ihr schon den B-Dur-Akkord. Daher kommen diese beiden Akkorde. Und die solltet ihr erstmal wieder nur versuchen zu greifen. Und in der nächsten Folge verschieben wir die Akkorde dann. Ich erkläre euch dann nochmal, wie es geht. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, vorab schon mal probieren, ob ihr es selber hinbekommt, die Akkorde zu verschieben. Ist das gleiche Prinzip wie bei F-Dur bzw. F-Moll-Akkord. Nur, dass wir hatten ja beim F-Dur oder F-Moll hatten wir den Grundton auf der D- und auf der hohen E-Seite. Der Grundton bei dieser Akkordform ist jetzt auf der G-Seite. Das heißt, ihr müsstet dann die Töne auf der G-Seite kennen, um dann zu wissen, wenn ihr den Akkord verschieben möchtet. Beispielsweise, wenn jetzt damit ein A, nehmen wir jetzt mal kein A, das wäre ein bisschen weit, nehmen wir mal ein D. Wenn damit jetzt ein D spielen wollt, wie weit ihr den verschieben müsst, dann müsst ihr ja gucken, wo das D auf der G-Seite liegt, und dann wisst ihr einfach, wie weit ihr den Akkord verschieben müsst. Alles klar, das war's dann auch schon für heute. Dann probiert den Akkord aus. Wie immer, viel Spaß beim Probieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.